Herzlich willkommen zu unserem neuen Video aus der Sierra Nevada. Diese Woche wandern wir mit euch am Cabo de Gata. Wir nehmen euch mit nach Granada und erkunden die Alhambra. Und wir streifen mit euch durch die Alpujarra. All das und noch viel mehr gibt's nach dem Intro. Bleibt dran! Yay! Du warst zu früh. Nein. Wir sind Petra und Christoph aus Hamburg. Ein Jahr verbringen wir auf kleinstem Raum mit größtmöglicher Freiheit in unserem Pörsel-Kastenwagen. Unser Weg führt uns über den Balkan, durch den Kaukasus und die zentralasiatischen Staaten entlang der Seidenstraße. Auf dieser Midlife-Reise füllen wir weiße Flecken auf unserer persönlichen Landkarte. Filling White Spots eben. Wir sind heute Morgen in diesen wunderschönen Küstenort gefahren, nach San José, und laufen jetzt gerade mal eine Runde durch den Ort und durch den Hafen. Dazu gehört für uns natürlich, ihr ahnt es schon, ein Café am Nachmittag, und das suchen wir uns jetzt. Wir sind nach wie vor in San José und aufgebrochen zu einer Wanderung. Ich glaube so roundabout 10 Kilometer immer entlang der Küste. Das Kap heißt Cabo de Gata und genau, die Sonne scheint, wir haben gute Laune, das Meer rauscht hinter uns. Was will man mehr? Zurück in San José stärken wir uns in einer kleinen, netten Taperia und genießen die wärmende Nachmittagssonne. Wir haben im Ort übernachtet mit Blick aufs Meer, da im Naturschutzgebiet von Cabo de Gata das Campen untersagt ist. Zu dieser Jahreszeit ist die Küste Spaniens von Campern relativ gut besucht. Daher waren wir positiv überrascht, dass wir in San José nur vereinzelt andere Vans gesehen haben. Guten Morgen aus Almería. Wir sind gestern am Sonntag die Küstenstraße von San José hier Richtung Almería gefahren
haben verschiedene Parkplätze uns angeguckt, die in der bekannten App ausgeschrieben waren. Und wir haben uns dann aber dagegen entschieden, uns da hinzustellen. Uns war es ehrlich gesagt ein bisschen zu voll und sind stattdessen schon direkt in die Stadt gefahren, haben jetzt hier an so einem Park Parkplatz gefunden, haben eigentlich auch ganz gut geschlafen bis heute Morgen gegen 7, glaube ich. Da ging dann der Verkehr so ein bisschen los. Heute werden wir die Stadt erkunden. Almería soll eine sehr schöne Altstadt haben. Wir sind sehr gespannt und selbstverständlich nehmen wir euch mit. Im Parque de las Familias entdecken wir diese Bank, auf der steht: Setz dich und denk nach. Steh auf und engagier dich für das Ende von Gewalt gegen Frauen. Ein Thema, das nicht nur in Spanien mehr Beachtung braucht. Wir lassen uns durch die Gassen der Altstadt treiben. Das Castello de San Cristobal ist zurzeit eine Baustelle. Uns bietet sich von hier oben dennoch ein schöner Blick über die Stadt. Der Mercado Central wirkt auf uns sehr steril und fast so riecht es hier auch. Wir ziehen weiter. In einer Seitenstraße entdecken wir ein Beispiel für die gelungene Kombination von Neu und Alt. Diese moderne Fassade aus Lochblech ist so ganz anders und fügt sich dennoch harmonisch ein. Auf dem Platz vor der Kathedrale von Almería spielen die Kinder begeistert Fußball. Uns begeistert die gotische Fassade der Kathedrale. Wer 9 Euro pro Person investiert, kann die Kathedrale auch von innen besichtigen. Ja, wir laufen jetzt schon seit ein paar Stunden durch Almería und so richtig catcht die Stadt uns irgendwie nicht. Die Altstadt ist ganz schön, hat auch ein paar schöne Gebäude, aber im Vergleich zu den anderen Städten, die wir bisher gesehen haben, ist Almería nicht ganz so hübsch. Leider haben wir auch nicht dran gedacht, dass heute Montag ist und eigentlich weiß es jeder, montags haben Museen und Sehenswürdigkeiten geschlossen, so auch hier. Ich wäre sehr gerne in das Gitarrenmuseum unter anderem gegangen, aber ja, wie gesagt, es ist Montag. Ja, auch die Alcazaba hätten wir gerne gesehen, aber ja, jetzt gucken wir uns einfach in ein paar Tagen die große Schwester an. Thank you.
Wir parken am Hafen auf dem geräumigen Parkplatz Muelle Levante für 6,95 Euro für etwa 3 Stunden. Dankeschön an die Gemeinde Abla Montagon, die uns Campern eine kostenlose Übernachtungsmöglichkeit sowie Abwasserentsorgung und Frischwasserversorgung anbietet. Wir sind gestern Abend in Granada angekommen und heute Morgen jetzt hier in der Alhambra. Und ich freue mich total, weil ich schon so lange mal die Alhambra sehen wollte. Und immer haben wir uns den Weg nach Andalusien gespart, weil es so weit ist. Und ja, heute ist es soweit. Gestern hat es geregnet und heute ist die Sonne da. Wir haben unsere Tickets vorher online gekauft, was den Eingang oder den Eintritt ein bisschen erleichtert hat, wobei es ist nicht so wahnsinnig viel los. So richtig kontrolliert wurden unsere Tickets auch nicht. Hat uns ein bisschen gewundert. Um 14 Uhr sind wir angemeldet, um den Palast zu besichtigen. Und ja, da müssen wir auf jeden Fall auf die Zeit achten, weil ich glaube, man hat nur so ein Zeitfenster von... Von gar nichts. Du musst um 14 Uhr genau, da sein. Wir müssen um 14 Uhr da sein. Und jetzt ist es irgendwie 12 Uhr. Das heißt, wir haben mit 2 Stunden Zeit, uns die Außenanlagen anzuschauen und sind sehr gespannt. Die Alhambra gilt als eines der bedeutendsten Beispiele des maurischen Baustils und ist eine der meistbesuchten Touristenattraktionen Europas, die auch wir uns nicht entgehen lassen wollen. Das Herzstück der mittelalterlichen Stadtburg auf dem Sabikar-Hügel sind die Nasriden-Paläste, während die Al-Kasaba das Bollwerk des Komplexes bildet. Der Sommerpalast namens Generalife beeindruckt mit seinem ausgeklügelten Wassersystem und seinen üppigen Gärten. Thank you.
Für 19 Euro Eintritt bekommt man neben all diesen Juwelen immer wieder einen schönen Blick auf die Altstadt von Granada. Großartig finden wir, dass es direkt an der Alhambra einen Parkplatz für uns Camper gibt. Nicht so toll finden wir allerdings den Preis. 24 Stunden kosten hier 36 Euro. Uns zieht es zurück in die Natur. Wir machen uns auf in die Alpujarra, den Südhang der Sierra Nevada. Nach einer entspannten Nacht mit imposantem Blick geht es noch einmal kurz nach Salobreña. Dort kümmern wir uns um unsere Wäsche.
Kurz danach fahren wir wieder in die Berge nach Pampanera. In diesem ursprünglichen Bergdorf oberhalb der Pokera-Schlucht verbringen wir unser Wochenende. Pampanera steht zusammen mit den beiden höher gelegenen Orten Bubillon und Capilera unter Denkmalschutz. Die charakteristische Bauweise ist somit vor Veränderungen geschützt. Von hier aus starten im Übrigen fantastische Bergtouren für alle Fitnesslevel und Schwierigkeitsgrade. Wir freuen uns schon auf unsere Wanderung in der kommenden Woche. Das war unsere Woche in Andalusien. Ihr habt es am Strand vom Cabo Delgata vielleicht gesehen. Uns bleiben noch knapp 80 Tage. Deshalb haben wir uns entschlossen, nochmal den Kontinent zu verlassen. Wohin es uns zieht, verraten wir euch in der nächsten Woche. Bis dahin, alles Liebe. Ciao. Tschüss.